Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, herzlich willkommen zum Ansbacher Ostermarsch 2017. Es freut mich, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Ein herzlichen Gruß gilt auch an unseren Bundestagsabgeordneten Harald Weinberg sowie die Stadtratskollegen aus SPD, PAP, Grüne und Offene Linke. Sehr schön, dass ihr da seid und danke an den Uwe Schildbach alias Captain America. Zwei Hinweise noch in eigener Sache, bevor es losgeht. Sie können oder ihr könnt hier unterschreiben, Aufrüstung stoppen. Das ist eine Petition, die wir direkt an die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel gerichtet haben. Macht mit. Und noch ein anderer Hinweis. Die Bürgerinitiative Ed Langs wird derzeit verklagt von der US-Armeesprecherin Cornelia Summers aufgrund eines Zitates. Und zwar haben wir die Cornelia Sommer mit ihrer Kollegin bei der US-Pressestrecke Helga Moser verwechselt und jetzt werden wir verklagt auf 20.000 Euro, belaufen sich die Verfahrenskosten. Das Interessante ist, das Zitat, das wir in unserer letzten Publikation abgedruckt haben, das ist korrekt und es lautet wie folgt. Die Mitarbeiterin der US-Armee, und das stelle ich jetzt auch nochmal richtig, die Mitarbeiterin der US-Armee, Helga Moser, äußerte gegenüber der FLZ, es sei in Anführungszeichen schwer verständlich, dass teils neue Häuser gebaut würden, trotz des Wissens, dass der Standort des Baugebiets sich im Bereich bekannter Flugrouten befindet. Und das zeigt, ich habe es vorhin oben schon in Katterbach gesagt, das ist ein Ausdruck natürlich von einer Besatzermentalität. Und ich sage ganz klar, die Konsequenz daraus darf niemals der Wegzug der Ansbacher Bürgerinnen und Bürger sein, sondern muss der Abzug der US-Armee sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir bitten auch, wir sind jetzt derzeit im Rechtsstreit und auch der Ostermarsch ist natürlich mit gewissen Aufwänden verbunden. Wer möchte, der kann hier auch, hier steht eine Spendenbox direkt neben dem Glücksrad, uns da bei den kommenden Aufgaben unterstützen. Als ersten Redner möchte ich zur Begrüßung unseren Vorsitzenden, den Hans-Jörg Meyer, ans Mikrofon bitten. Liebe Friedensleute, es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, Sie alle hier zu begrüßen im Namen des Ansbacher Friedensbündnisses, der Bürgerinitiative Etz-Langs wirklich, ne? Der Winsheimer Gruppe Unerhört und der Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft VK. Schön, dass Sie zum Ostermarsch gekommen sind. Der ist heute wichtiger denn je. Und jeder von euch verkörpert ja mindestens 1000 Leute, wenn nicht sogar mehr, die im Grunde auf unserer Meinung sind, aber heute vielleicht auf Mallorca oder sonst irgendwo feiern. Schön, wie gesagt, dass ihr da seid und keine Angst vor dem Regen habt. Wir begrüßen die Vertreter des Ansbacher Stadtrats, wir begrüßen die Vertreter der Presse und der Polizei und unserer Trommlergruppe Batu Keros. Trommeln für den Frieden. Besonders begrüßen wir die vom Kriegslärm vor der Haustüre Betroffenen. Aber auch alle, die vom Helikopterspektakel nichts mitbekommen und aus Solidarität mit den Opfern der US-Kriegsübungen mitziehen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle, die ihre Friedenssehnsucht auf die Straße tragen und damit den Politikern Druck machen. Die Politik militärischer Gewalt scheitert überall. Wir treten an und treten ein für eine Wende der internationalen Politik in Richtung auf Verhandeln statt Bomben. Wir ertragen es nicht mehr, dass für Macht- und Wirtschaftsinteressen Menschen geschlachtet werden. Erschossen, zerbombt, vergast, geköpft, verkrüppelt,
verstrahlt, gekreuzigt, verbrannt, verschüttet. Wir vertragen es nicht mehr, dass man Menschen verhungern und verdursten lässt. All das muss aufhören. Die völkerrechtlichen Grundlagen für eine menschenfreundliche Politik sind längst geschaffen. Es gilt sie nur ernst zu nehmen und durchzusetzen. Und dafür sind wir da. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Hans-Jörg, und vielen Dank, dass du auch wieder dich eingesetzt hast dafür, dass es heute nicht regnet, wie jedes Jahr. Es ist so, dass die Problematik, die bei uns vorherrscht, natürlich nur zum Teil ein kommunales Problem ist, zum Teil ein landespolitisches Problem, aber in erster Linie ein bundespolitisches Problem. Der Stadtrat hat bereits 2009 einstimmig ein Nachtflugverbot und ein Überflugverbot für die Wohngebiete beschlossen. Passiert ist seitdem nichts. Die Bundesregierung und die Staatsregierung geht davon aus, dass die US-Präsenz für unsere Sicherheit so wichtig ist wie nie zuvor. Wie das einzuwerten ist, dazu spricht jetzt unser Bundestagsabgeordneter Harald Weinberg. Ja, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, Bert Brecht meinte einmal, unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Außenmaße angenommen hat. Nach den letzten Wochen fühle ich genau so. Der Wahnsinn von Krieg und Aufrüstung nimmt solche Ausmaße an, dass man schier den Überblick verliert. Mit Vernunft, so das Gefühl, kommt man gar nicht mehr dagegen an. Lasst uns etwas zurücktreten und gemeinsam den Wahnsinn etwas vermessen. Die Anzahl der Konflikte auf dieser Welt, die mit Waffengewalt und unter Einsatz von Militär ausgetragen werden, hat sich noch einmal gegenüber den Rekordjahren 2015 und 2016 erhöht. Hunderttausende von Toten, die Statistiken kommen kaum nach und korrigieren immer wieder nach oben. Und über 65 Millionen Flüchtlinge weltweit sind die Folge. In den USA wurde ein neuer Präsident gewählt, ihr wisst es, der während des Wahlkampfes zu erkennen gab, dass er militärische Interventionen als zu kostspielig und sinnlos ablehnt, sich mehr auf Amerika selbst konzentrieren wolle und auf einen Ausgleich mit Russland aus war. Er wurde deshalb von der herrschenden Elite des Westens belächelt und zum Teil offen verachtet. Sicher auch, weil er, auch in meinen Augen, kein sympathischer Zeitgenosse ist, randvoll mit Vorurteilen und Ressentiments gegenüber Minderheiten, anderen sexuellen Orientierungen, Flüchtlingen und Einwanderern. Dann gingen die Bilder vom Giftgaseinsatz in Khan Shaykhun um die Welt. Und obwohl bis heute nicht geklärt ist, wer das Giftgas eingesetzt hat, war der Schuldige für Trump und für mehrere westliche Regierungen schnell ausgemacht. Das war Assads Giftgaseinsatz. Punkt. Und man muss es ja immer wieder sagen, nein, man ist kein Fan von dem einen Schurken, wenn man auf das schurkenhafte Verhalten anderer verweist. Es ist die US-Politik, die über Jahrzehnte die feine Unterscheidung zwischen unseren Schurken und den Schurken der anderen macht. Und im Übrigen, in diesem Zusammenhang 1984 überhaupt nichts dagegen hatte, dass der damalige Schurke Saddam Hussein im Irak-Iran-Krieg Senfgas aus westlicher Produktion gegen iranische Soldaten einsetzte. Damals hieß es, wir waren nicht naiv, meinte der Jeffrey Stemp, Mittelostexperte der Regierung Reagan. Wir wussten, dass Saddam ein Schurke war, aber er war unser Schurke. Der einzig vernünftige Maßstab, nämlich das Völkerrecht, spielte auch diesmal keine Rolle. Beim Dinner mit dem chinesischen Präsidenten zwischen dem Schokoladenkuchen als Nachtisch und dem Kaffee danach erteilte Trump den Einsatzbefehl für den Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt mit Tomahawk-Marschflugkörpern. Eine bemerkenswerte Geste auch an den Gast aus China. Und mit diesem völkerrechtswidrigen Angriff auf ein souveränes Land bombte sich der amerikanische Präsident zurück in die westliche Wertegemeinschaft. Zwar nicht der Menschen in Europa, die sind mehrheitlich dagegen gewesen, wie Umfragen zeigen, aber schon der Elite der westlichen Politikerkaste. Unisono hielt man dieses Bombardement für überfällig, angemessen oder, wie unsere Bundesregierung, für nachvollziehbar. Diesen Wahnsinn darf man sich ruhig noch einmal vor Augen führen. Ein kompletter Verstoß und eine komplette Missachtung des Völkerrechts
und ein Angriff, der durchaus geeignet war, zu einem Großkonflikt zu eskalieren, gilt der westlichen Politikelite als angemessen, überfällig oder nachvollziehbar. Und indem Trump ganz offen Völkerrecht missachtet und mit Füßen tritt, findet er dann wieder Aufnahme in die Wertegemeinschaft westlicher Politik? Da läuft doch etwas völlig aus dem Ruder und der Wahnsinn grassiert. Was ist das für eine Wertegemeinschaft? Eine Wertegemeinschaft des Völkerrechtsbruchs und der militärischen Eskalation? Das darf nicht wahr sein. Aber der Wahnsinn geht ja weiter. Am 13.04. erreichte uns eine Meldung, die in dieser schnelllebigen Zeit kurz darauf schon wieder verdrängt wurde. Versehentlich hatte die US-geführte Militärkoalition nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Syrien 18 Kämpfer von verbündeten örtlichen Truppen getötet. Versehentlich. Und gestern dann wurde die größte konventionelle Bombe, die je gebaut wurde, über Afghanistan abgeworfen. Diese Bombe wurde vom Pentagon MOAB getauft. Mother of all Bombs. Perverser und wahnsinniger geht es kaum, wie ich meine. Angeblich wurden nur Dschihadisten getötet. Gestern hieß es noch 37 an der Zahl, heute sind es bereits 90. Nur Dschihadisten. Dass diese auch Menschen sind, Familien und Frauen und Kinder haben und folglich das Ganze eine groß angelegte Rekrutierungsmaßnahme für die nächste Generation von Dschihadisten darstellt, wird geflissentlich ausgeblendet. Und wie war das noch einmal mit Afghanistan als sicheres Herkunftsland, Herr de Maizière? In das unbedenklich Flüchtlinge abgeschoben werden können? Es ist ein Wahnsinn, doch leider hat dieser Wahnsinn Methode. Und was haben wir damit zu tun? Warum sind wir hier und auf den anderen Ostermärschen in diesen Tagen im ganzen Land? Vom deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen, so das apodiktische Statement von Willy Brandt in Anbetracht des Gräuels, das Deutschland zweimal über die Welt gebracht hat. Ob die Aussage je gegolten hat, kann sicher in Frage gestellt werden. Aber spätestens 1999 hat Deutschland jede Zurückhaltung aufgegeben und sich ausgerechnet unter einer rot-grünen Regierung zum Vorreiter eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs in Jugoslawien gemacht. Und auch die Nichtbeteiligung Deutschlands an dem Irakkrieg und am Angriff auf Libyen sind wohl eher alternative Fakten, wie das heute genannt wird. Deutschland hat in beiden Fällen, so wie heute auch im Syrienkrieg, logistische Unterstützung geleistet und über Militärstützpunkte der US-Armee in Deutschland direkt wie indirekt beteiligt an den Militärinterventionen weltweit. Die Navigation und letztlich der Feuerbefehl für Drohnen erfolgt in Ramstein. Die Tötungen mittels Drohnen, daran ist zu erinnern, war eine Spezialität des Vorgängers von Herrn Trump, des Friedensnobelpreisträgers Obama, der Monat für Monat Listen abzeichnete, auf denen jene standen, die dann mittels Drohne getötet wurden. Ohne Gerichtsverfahren, ohne Verteidigungsmöglichkeiten, ohne Urteil, aber mit zahllosen zivilen Opfern. Ein nicht unwesentlicher Teil der weltweiten militärischen Operationsfähigkeit der USA liegt bei den Kampfhubschrauberstaffeln, die wir nur zu gut kennen hier und hier in Katterbach und in Illesheim. Von hier aus wird Krieg geführt. Jahr für Jahr wurden und werden die Rüstungsausgaben in Deutschland erhöht. In 2017 8% gegenüber dem Vorjahr auf sage und schreibe 37,1 Milliarden Euro. Jetzt soll dieser Militäretat gemäß den Vorgaben der NATO auf 2% des Bruttoinlandsprodukts gesteigert werden. Das wäre dann fast eine Verdopplung auf 63 Milliarden Euro. Noch unter dem Wirtschaftsminister Gabriel wurden fast 7 Milliarden Euro Rüstungsexporte genehmigt, auch und gerade in die Schurkenstaaten Saudi-Arabien und Kuwait. Aber das sind ja unsere Schurken. Die Bundeswehr befindet sich zurzeit mit 3.215 Soldatinnen und Soldaten in 15 Auslandseinsätzen. Tendenz immer noch steigend. Das alles ist Wahnsinn. Wir stecken bis zum Hals im Kapitalismus, meinte der Dramatiker Heiner Müller. Ja, dieser Kapitalismus ist übrig geblieben im Zeitalter der Extreme und lässt kaum Alternativen zu. Wenn dann auch noch das zutreffend ist, was der französische Sozialist Jean Jaurès formulierte, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, dann ist das schon keine sehr ermutigende Diagnose in der heutigen Zeit. Dennoch scheint es mir sinnvoll, kurz darauf einzugehen, worum es bei dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg geht. Krieg ist die Fortsetzung der Profitmaximierung mit militärischen Mitteln. Ein Zitat von Dunnings, das Karl Marx in einer Fußnote im Kapital bekannt machte, wird oft zur Charakterisierung der Sucht nach Profiten gebraucht. Das Zitat lautet: Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere.
Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10% sicher und man kann es überall anwenden. 20%, es wird lebhaft. 50% positiv waghalsig. Für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß. 300% und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. Eine Charakterisierung, die leider nichts an Aktualität verloren hat. Es lassen sich bei dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg mehrere Ebenen unterscheiden, die ich ganz kurz nur anreißen will. Das erste ist bekannt, all euch bekannt halt, der Krieg um Rohstoffe und Ressourcen. Immer offensichtlicher wird das. Kriege um Öl, Gas, seltene Erden, Wasser, aber auch um geostrategische Durchleitungsrechte. Das zweite ist der Krieg um Marktöffnung, Privatisierung und Freihandel. Diese Kriege finden teilweise verdeckt und teilweise offen statt. Man kann natürlich darüber streiten, aber vieles beim Jugoslawienkrieg und vieles im Ukraine-Konflikt erinnert daran, dass hier ein anderes neoliberales Wirtschaftsentwicklungsmodell durchgesetzt werden sollte. Und erinnert sei auch an die Ermordung von Mossadegh im Iran oder an den inszenierten Putsch gegen Lumumba in Kongo oder den Putsch gegen Allende in Chile. All diese Putsche waren im Prinzip die Durchsetzung und Verhinderung von Alternativen und die Durchsetzung von neoliberalen Strategien. Drittens, Krieg als Dienstleistung, das ist etwas Neues. Da Krieg enorme Profite ermöglicht, ist es auch möglich, davon etwas abzuzweigen zur Privatisierung dieses Sektors. Sicherheitsfirmen bieten sich als Kriegsdienstleister, also Söldner an. Und allein im letzten Jahr wurden über 300 Milliarden Dollar in diesem Sektor umgesetzt und über 2 Millionen Menschen beschäftigt. Dabei geht es nicht nur um Söldner, sondern auch um Logistik und Versorgung und andere Dienstleistungen rund ums Militär. Diese Privatisierung führt dazu, dass ein immer größerer privater Sektor von den Kriegen unmittelbar und mittelbar profitiert und damit ein wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung und gegebenenfalls Ausweitung kriegerischer Konflikte hat. Im Übrigen, das ist nochmal besonders, sind Entscheidungsträger in der Politik oftmals eng verwoben mit diesen privaten Kriegsdienstleistern. Und viertens, Krieg als Wirtschaftszweig, das kennen wir alle. Krieg und Rüstungsindustrie sind ein immenser Wirtschaftszweig und gleichzeitig ein Bereich, in dem der Staat selbst unmittelbar die Nachfrage beeinflussen kann. Wir kennen diese Form von Rüstungskeynesianismus aus den USA, aber auch in Europa. Steuergelder werden verwendet, Rüstungskonzerne mit Aufträgen zu versehen. Diese haben ein Interesse, die Rüstungsgüter auch eingesetzt zu sehen, um Bedarf und Profit zu steigern. Die dort entstandenen Arbeitsplätze stellen ein zusätzliches Druckpotenzial dar. Es ist aber ein schmutziges Geschäft, das auch mit Hinweis, dass es ja sonst andere machen würden, wenn man es nicht selber macht, um keinen Deut moralischer oder besser wird. Soweit der Wahnsinn, der etwas klarer wird, wenn man zurücktritt und ihn analysiert. Was sind die Alternativen? Das ist sicher nicht einfach zu beantworten, aber vieles liegt natürlich auf der Hand und ist auch bereits genannt worden. Verbot aller Rüstungsexporte, das ist das erste Wesentliche. Schluss. Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. Schließung der Militärstützpunkte der US-Armee in Deutschland. Und natürlich keine weitere Erhöhung der Militärausgaben, sondern eine gezielte Senkung, die herbeigeführt werden muss. Und grundlegend müssen folgende Gedanken sein, nach meiner Meinung. Das Völkerrecht ist die verbindliche Richtlinie in der Außenpolitik. Und eine Sicherheit gegen die anderen wird nicht funktionieren. Deshalb müssen wir Formen finden einer gemeinsamen Sicherheit und uns von den Formen einer konfrontativen Sicherheit lösen. Für Europa ist die Hauptinstitution der konfrontativen Sicherheit die NATO. Deshalb müssen wir sie überwinden und mittelfristig auflösen. Es gibt aber auch keinen Applaus ein bisschen geringer, ich habe das schon gemerkt. Es gibt aber auch Keimformen von einer institutionellen gemeinsamen Sicherheit unter Einschluss Russlands. Die sind vorhanden mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, mit dem Europarat. Diese Formen müssen wir ausbauen und weiterentwickeln. Aber auf jeden Fall müssen wir den bestehenden Wahnsinn stoppen. Wir müssen den Krieg überwinden oder er überwindet uns. Oder sinngemäß mit Marx am Schluss, wir müssen diese versteinerten und bedrohlichen Verhältnisse zum Tanzen zwingen, indem wir ihnen ihre eigene Melodie vorspielen. Vielen Dank. Uh.